Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Bundesligaspiel. Sagen Wolf Fuß und Frank Buschmann, die auch diese Partie für Sie kommentieren werden. Heute sehen wir Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie versuchen es in diesem Spiel mit einem 4-4-2 und einer hängenden Spitze. Und so gehen es die Hannoveraner an. Wir sehen die Mannschaft heute mit der 4-5-1-Formation. Mit Borussia Mönchengladbach verbindet man unweigerlich große Trainerpersönlichkeiten wie Hennes Weisweiler oder Udo Lattek, die das Team in den 70er Jahren geprägt haben. Und große Spieler, Günter Netzer, Jupp Heynckes, Berti Vogts und später dann Lothar Matthäus, um nur einige zu nennen. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Wendt. Super Timing. Den Ball holt er sich. Albornoz. Er versucht's. Da passt der Torhüter auf. Kiyotake. Felix Klaus. Mevlüt Erdinç. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Da springen sie hoch und blocken den Ball. Schmiedebach. Schulz. Sorg. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Janschke. Wendt. Hermann. Raphael. Geht er rein? Ganz starke Aktion vom Torhüter. Felix Klaus. Raphael. Die Flagge kommt gut rein.
Da kam er genau richtig. Super gemacht vom Verteidiger. Eckball gibt's. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Felix Klaus. Stindl. Dirmitsch. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Schulz. Schmiedebach. Felix Klaus. Jetzt ist die Kugel weg. Alvaro Dominguez. Stindl. Und Raphael. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Zieler. Sorg. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Salif Sané. Und direkt zurückgespielt. Schulz. Salif Sané. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Leider haben wir keine gute erste Hälfte gesehen. Hoffen wir, dass es jetzt besser wird. Es geht weiter. Da muss einfach mehr möglich sein. Vor allem offensiv war das über weite Strecken gar nichts. Salif Sané. Kiyotake. Dirmitsch. Gibt jetzt die Gelegenheit. Kiyotake. Sorg. Felix Klaus. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Schmiedebach. Macht er ihn. Sie sind heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. Dirmitsch. Raphael! Leider etwas unplatziert dieser Schuss und der Torwart hält ihn problemlos. Alvaro Dominguez. Wendt. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Ibrahima Traoré. Salif Sané. Passt nicht gut genug, er geht ins Aus. Stindl. Jetzt Raphael. Dirmitsch. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Kiyotake. Muss Einwurf geben. Und Hermann. Stranzl. Janschke. Dirmitsch. Ibrahima Traoré.
Da setzt er sich gut durch. Flanke war nicht gut. Der Ball ist weg. Salif Sané. Sorg. Schmiedebach. Mevlüt Erdinç. Und damit ist der Ball weg. Hermann. Xhaka. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Felix Klaus. Jetzt könnte es gefährlich werden. Einwurf. So. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Und damit sind sie am Ball. Salif Sané. Gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Schmiedebach. So. Felix Klaus. Mevlüt Erdinç. Albornoz. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Das könnte gefährlich werden. Mevlüt Erdinç. Das ist der Treffer. Fahne so oben, abseits. Und damit zählt das Tor natürlich nicht. Und hier sehen wir es noch einmal richtig auf Abseits entschieden. Gut gesehen vom Assistenten. Gerade beim aktuellen Spielstand wichtig, dass er hier richtig liegt. Der Schiedsrichter beendet die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger. Mevlüt Erdinç.